Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp Baum und ich beschäftige mich ausschließlich mit dem Thema Zunehmen. So, heute, ich habe eben einen Fragesticker bei Instagram veröffentlicht in meinen Stories, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Heute habe ich gefragt, was sind denn die Sachen, die ihr vielleicht mal auf YouTube sehen wollt? Habt ihr da Videoideen für mich? Und eine Videoidee, die kam, war eben, ich soll doch gerne mal ein paar Tipps mit euch teilen, die ich sonst nicht teilen würde, die vielleicht sonst woanders geteilt werden, in Coachings geteilt werden, eben das, was dafür verantwortlich ist, dass die Leute eben so coole Ergebnisse haben. Und da kam ja eine Idee, etwas mit euch zu teilen. Ich habe auch schon einen Newsletter dazu aufgesetzt, den hast du vielleicht gestern oder vorgestern bekommen. Es geht heute darum, wie eine Person 2,6 Kilogramm in nur einer Woche zunehmen konnte. Ich habe es euch einfach hier nebenbei nochmal eingeblendet, falls ihr das jetzt gerade nicht sehen konntet. Das ist eine Person, die ist seit kurzem im Coaching. Seit Mitte Januar haben wir angefangen, erst natürlich die Analysephase durchzugehen und im Umkehrschluss danach dann eben auch die ersten Sachen zu verändern, die jetzt eben dazu geführt haben, dass wir in einer Woche etwa 2,5 Kilo aufgebaut haben, was natürlich ein super, super geiles Ergebnis ist. Du selbst kannst damit rechnen, dass du irgendwas zwischen 2 und 4 Kilogramm im Monat zunehmen kannst. Alles, was du dafür machen musst, das klären wir jetzt. Das wohl Wichtigste, was dir klar sein muss, ist, dass das, was du aktuell tust oder was du in der Vergangenheit getan hast, wahrscheinlich nicht das Richtige war. Sonst würdest du dieses Video hier nicht sehen. Und deshalb sollte das Erste, was du jetzt tun solltest, sein, dass du eben auf jemanden hörst, der das schon 100 Male gemacht hat. Ob ich das bin oder jemand anders, das ist ganz egal. Wichtig ist einfach, dass du auf einen Profi vertraust. Und das ist tatsächlich auch der eine und wertvollste Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Diese Menschen, die in meine Coachings kommen, das Ganze mal Wochen und Monate durchziehen und dadurch irgendwo zwischen 10, 15 Kilogramm, vielleicht 6 oder 7 Kilogramm zunehmen, eben ihr Traumgewicht, ihr persönliches Traumgewicht erreichen. Das Einzige, was die von dir unterscheidet, ist, dass sie bereit dazu sind, endlich mal Gas zu geben. Dass sie bereit dazu sind, sich jemandem zu öffnen, wie mir, wie einer anderen Ernährungsberatung, wie einem anderen Coach, wie einem anderen Trainer. Und eben die Tipps und die Schritte, die diese Person nutzt, um Leuten zu helfen, eben auch anwenden. Und das solltest du dir einmal klar machen. Das, was du aktuell tust, scheint nicht zu funktionieren. Check. Und das, was du tun solltest, das solltest du dir irgendwo holen. Von einer Person holen, die eben dich irgendwo versteht, die versteht, was du aktuell tust und darauf eben Einfluss nehmen kann. Denn es ist nicht damit getan, ein Buch zu lesen, es ist auch nicht damit getan, ein YouTube-Video zu sehen, es ist auch nicht damit getan, eine Lizenz zu erwerben und es ist auch nicht damit getan, eine Sache umzusetzen, sondern man muss dich als Individuum sehen und eben einschätzen können, beziehungsweise auf dich höchstpersönlich Tipps eben anwenden, die vor allem genau für dich da draußen funktionieren. Ein anderer Vorschlag in dem Fragesticker war auch, dass ich mal einen Full Day of Eating machen soll, was eben dabei helfen könnte, dass du eben auch zunimmst, aber das würde nicht funktionieren. Das wäre so, als wenn ich dir eine klassische Ernährungsberatung geben würde. Du würdest zwar sehen, was irgendwie gesund und nachhaltig wäre, aber es funktioniert eben in 99% der Fälle bei dir da draußen nicht, denn du hast ein anderes Leben, du lebst einen anderen Tag, du hast eine andere Vorstellung von Ernährung, als ich das vielleicht habe oder als das vielleicht sie hier hat. Deshalb ist es das Wichtigste, was du auf jeden Fall beachten solltest, dass du individuell bist und auch eben individuelle Tipps, individuelle Schritte, individuelle Pläne brauchst, um dein individuelles Ziel zu erreichen. Ich habe dir eben schon gesagt, ich möchte hier so weit aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich dir diesen einen Tipp mitgebe. Der beste Tipp zum Zunehmen ist, dich an jemanden zu wenden, der das 100 Male vor dir gemacht hat. Und eben dann erstmal deinen inneren Schweinehund zu überwinden, auf diese Person zuzugehen. Ich verstehe das. Ich kann nachvollziehen, dass das ein großer Schritt ist, auf jemanden zuzugehen, um eben so ein persönliches Problem zu lösen. Aber ich kann dir auch versprechen, ich habe mit 1000 Menschen vor dir gesprochen. Ich spreche tagtäglich mit Menschen wie dir, die eben zunehmen wollen. Ich helfe jeden Monat zumindest mal einer Handvoll Menschen sehr, sehr, sehr tief und sehr, sehr persönlich dabei zuzunehmen. Ich habe schon 100 Menschen vor dir helfen können. Hunderte Menschen haben das Coaching vorher gemacht und du kannst dich mir anvertrauen. Nur wenn ich mir zu 100% sicher bin, dass ich dir helfen kann, würde ich dir überhaupt erst einen Coachingplatz anbieten. Wenn ich das nicht bin, dann bin ich so ehrlich zu dir, dass ich dir in solchen Fällen auch sage, dass es eben nicht funktionieren kann. Wenn du jetzt bereit dazu bist, endlich mal Gas zu geben, vielleicht auch in einer Woche mal 2,5 Kilo zunehmen zu können,
dann schreib mir jetzt eine Nachricht auf Instagram oder geh auf www.philipp-baum.de, unterhalb der erste Link, klick da einfach mal drauf, trag dich ein für ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch, wo wir einfach mal besprechen, wo du stehst, wo du hin möchtest, was du ausprobiert hast, was du vielleicht ausprobieren solltest, wo wir deine ersten Fragen klären, wo wir auch die ganzen Fragen klären, die für mich wichtig und interessant sind und auch relevant sind für eine enge Zusammenarbeit. Dazu lade ich dich jetzt gerne ein, klick einfach mal auf den Link, komm auf mich zu, ich kann dir versprechen, ich beiße nicht, ich werde dir gerne helfen, wenn es eben passt mit uns beiden. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht, das ist auch nicht schlimm, dann hast du zumindest mal ein bisschen was mitnehmen können, du konntest deine ersten Fragen loswerden und wir können uns gerne in der Zukunft nochmal unterhalten. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute, wir hören uns hoffentlich jetzt in den nächsten Tagen am Telefon, schau gerne mal in deine E-Mails, falls du das noch nicht getan hast und guck mal, ob du den Newsletter findest, denn da findest du noch ein paar Kleinigkeiten über eben diese Zunahme von 2,5 Kilo. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag. Bis dahin, dein Philipp Baum. Ciao. Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah. People tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I'm closing. It's always in my mind, don't know.